Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die erste Staffel House of the Dragon ist vorbei und es wird Zeit, dass wir unser Fazit ziehen und im Rahmen von einem Spoiler-Talk über Folge 10 diskutieren. Wir haben richtig Bock, euch auch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Die letzte Folge von House of the Dragon ist durch mit dem Titel The Black Queen. Und wir werden einmal allgemein ein Gesamtfazit ziehen, sage ich mal, zu dieser wundervollen Staffel, muss ich schon mal sagen. Aber natürlich auch Episode 10 ein bisschen intensiver besprechen. Und das mache ich wie immer mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und mit einem nicht verkaterten Marcel in München. So ist es. Hallo Tom, hallo Niklas. Ja, erstmal so ein schönes Gesamtfazit. Jetzt ist die erste Staffel durch. 10 Folgen haben wir, ja, verschlungen, könnte man ja auch schon sagen. 2 Fragen. A, natürlich, was ist euer Gesamtfazit? Und B, schon mal ganz grob, wo seht ihr Folge oder Episode 10 in der ganzen Staffel? Ich würde sagen, Marcel fängt an. Ich habe bei Rings of Power angefangen. Kein Problem. Also, Gesamtfazit ist bei mir überrascht gut. Ich habe weniger erwartet und wurde positiv überrascht. Ich muss sagen, es hat bei mir 2-3 Folgen Anlauf gebraucht, die neue Serie. Also am Anfang war es für mich so, ja, okay, ich finde es irgendwie ganz cool, aber bin jetzt auch nicht so richtig hyped. Und es war so, mal schauen, wohin es geht. Und jetzt denke ich mir, verdammt, ich will, dass nächste Woche Folge 11 rauskommt. Also ich bin auf jeden Fall richtig hooked und muss sagen, die Serie hat mir im Laufe der Folgen eigentlich fast immer mehr Spaß gemacht und ich bin immer mehr in dieses Universum wieder reingekommen. Also von mir ganz klar der Daumen nach oben auf jeden Fall. Und ganz kurz, weil du hast gesagt, Episode 8 war so dein Highlight, bis wir Episode 8 geguckt haben. 9 und 10, stehen die dem nach oder sind die ähnlich geil? Also ich finde, sie kommen nicht ganz an die 8 ran. Die 8 hat halt diese epischen Szenen einfach. Aber sie sind auch wieder sehr stark. Also über 9 hatte ich jetzt da noch nicht mit euch gesprochen, aber 9 fand ich auch sehr gut. Mit ein paar vielleicht kleineren Schwächen und 10 jetzt eigentlich auch wieder sehr gut. Also ich fand, sie haben jetzt auch einen guten Abschluss gefunden, meiner Ansicht nach. Würdest du das unterschreiben? Unterschreibe ich komplett, Marcel. Mein Fazit ist quasi, ich bin erstmal unglaublich erleichtert und unglaublich glücklich damit, dass die erste Staffel wirklich sehr gut geworden ist. Es ist auch so ein bisschen, ja, Heilung vom Game of Thrones Trauma, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, schon, ne? Man liebt diese Welt und man war bei Game of Thrones die ersten Staffeln so involviert da drin, man hat es so geliebt, die Folgen zu gucken, sich darauf zu freuen und dann haben sie es so versaut und das hat so wehgetan und dass sie das oder dass jetzt ein anderes Team das quasi wiederherstellen konnte, das fühlt sich einfach gut an und das ist auch so. Also ich fühle mich geheilt in meiner Game of Thrones Seele und habe mich sehr über die Staffel gefreut und freue mich auch jetzt sehr darauf, dass es hoffentlich bald weitergeht. Aber es ist, soweit ich es weiß, noch kein Release-Datum erschienen, ne, für die zweite Staffel. Nicht offiziell, aber 2024 ist so, was so ein bisschen im Raum steht. Es werden lange 2 Jahre, aber ich freue mich auch sehr darauf, wenn es weitergeht, ja. Ja, ich finde deinen Heilungsvergleich sehr geil. Ich musste direkt auch wieder an Jorah Mormont denken, wie er die Grauschuppen da hat und immer mehr abkackt. Das ist für mich dann Ende Game of Thrones und House of the Dragon ist dann der gute Sam, der das dann schön... Der schön die Kloschüsseln putzt. Zuerst, ja. Er ist ja auch nicht leicht, aber dann alles zum Guten wendet. Und man muss halt auch einfach mal sagen, das ist ein Spin-off und das haben die nicht verrissen. Die haben krasse Zeitsprünge drin, sogar Castwechsel und das haben die nicht verrissen. Und die hatten jetzt nicht mal so ein komplettes Ausgangsmaterial. Also die hatten eine Vorlage, aber haben dann ja auch selber drehbuchmäßig noch dazu geschrieben und haben das auch nicht verrissen. Und haben das nicht alles nur nicht verrissen, sondern die haben es auch noch richtig geil gemacht. Also ich bin sehr, 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 sehr glücklich, erleichtert, begeistert, rundum zufrieden. Außer dass vielleicht Folge 11 wäre ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. Aber ich freue mich auch sehr, diese 2 Jahre jetzt gespannt zu warten, vielleicht auch leicht traurig zu warten, um dann wundervoll in Staffel 2 einzusteigen. Ja, und sie sollen sich die Zeit auch ruhig nehmen. Und ich finde auch, ich muss dir auch nochmal recht geben, gerade wo du es nochmal so genannt hast, denke ich mir auch, bei den Startvoraussetzungen, die da waren, nochmal ein Lob on top.
Also, wenn die Serie jetzt für sich einfach ein Standalone wäre, würde ich schon sagen, ey, mega. Aber so mit dem ganzen Hintergrund und Druck und Zeitsprüngen, was du gerade alles genannt hast, nochmal echt Respekt an die Macher. Haben sie wirklich richtig, richtig gut hinbekommen. Absolut. Wollen wir in The Black Queen die Folge einsteigen? Let's go, oder? Gibt ja auch viel zu besprechen. Es gibt wieder einiges und im Pardor zu Folge 9, wo wir natürlich in Königsmund waren, sind wir jetzt drüben in, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Drachenstein. Dragonstone. Dragonstone, ja. So einfach. Teilweise sind die Übersetzungen halt nicht so einfach. Wir sind in Dragonstone und starten mit einem kleinen Gespräch. Wir müssen jetzt, wollen wir jede Szene besprechen? Oder so ein. Wir machen es so wie immer. Wir starten. Ja, wir starten mit. Dann starten wir ganz starten vorne. Chronologisch und gucken, wo der Wind uns hinträgt. Und da haben wir Luke und Rhaenyra, die im Thronsaal, im Strategieplanungssaal, wie auch immer sind, wo auch schon Jace, sag ich mal, Valyrisch lernen wollte da, ne? Genau. Hat mich ein bisschen nämlich dran erinnert. Wisst ihr, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, die haben da ja diesen riesen Tisch, ne, der ja später in der Folge auch nochmal wichtig wird, von ganz Westeros. Und ich habe mich gefragt, in Game of Thrones ist der in einem anderen Raum, der Tisch. Und ich habe mich gefragt, so ein riesen Tisch, ne, wie haben die den in einen anderen Raum bekommen? Aber ist das der gleiche? Ja, das ist der gleiche. Ziemlich sicher. Man sieht ja, ich sag mal, den Special-Effekt des Tisches sieht man ja nie in Game of Thrones, oder? Nee, den Special-Effekt mit den Kerzen meinst du, ne? Dass der so von unten glimmt, den hat man nie gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der gleiche ist. Also ich glaube, der heißt The Painted Table. Okay. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass das der gleiche aus Game of Thrones ist. Ist eine interessante Frage beim Umzug, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Also das Wichtigste der Folge ist auf diesem Tisch. Naja, gut. Ist der Tisch. Wo kommt der Tisch her? Ja. Aber Marcel, was hat denn Luke für ein Problem? Nennen wir es mal so grob. Hallo? Was ist die Frage? Wer hat ein Problem? Mehrere Leute haben da ein Problem. Nein, oder worüber spricht denn Luke mit Rhaenyra in der Szene? Ach so, ach Gott, ja, ich habe die Folge gerade erst geguckt, da muss man erstmal wieder sich rewinden und sich denken, okay, warte mal, was war da nochmal ganz am Anfang, weil da passiert noch so viel. Also er fühlt sich einfach nicht bereit, quasi diese Nachfolge von Lord Corlys anzutreten, weil er halt sagt, okay, mein Großvater ist so der größte Seefahrer aller Zeiten und wer bin ich denn, das dieses Erbe irgendwie anzutreten? Und fühlt sich dem einfach nicht gewachsen, was ja auch total nachvollziehbar ist irgendwie. Ist halt auch ein verhältnismäßig dann doch kleiner Junge. Und völlig berechtigte oder nachvollziehbare Ängste, die er hat. Und dann aber auch sehr behutsam, wie Rhaenyra damit umgeht. Also auch da sehr fürsorglich, mütterlich und fand ich sehr schön zu sehen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt. Es hat sehr schön die Stimmung gesetzt, ne? Weil man. Ich hatte es ja auch, glaube ich, schon mal bei einer Folgenbesprechung von 9 oder 8 gesagt. Man hat schon das Gefühl, dass Luke halt wirklich auf diese Verantwortung, die auf ihn zukommen, keine Lust hat und oder zumindest sich dem nicht gewachsen fühlt. Und ich sag mal so, die Szene eröffnet halt schön die Klammer, wie die Folge tatsächlich endet, dass Luke sich wirklich der Sache nicht gewachsen fühlt, auch echt Angst davor hat, was man in mehreren Szenen in der Folge bemerkt. Und dadurch ist man halt noch viel näher bei ihm, kann viel mehr mitfühlen, was das für eine kritische Situation für ihn auch ist. So, deswegen war das eine sehr gute Eröffnungsszene für die Folge. Und es schließt schön die Klammer zu Alicent und Aegon, wo die in der Kutsche sitzen, weil da ist nämlich diese Fürsorge, die du angesprochen hast, etwas geringer. Also ein schöner Kontrapart. Okay. Ich hoffe, man hört sich im Mikro, aber hier passieren gerade irgendwelche Dinge. Ja, es klingt wie ein Bohrer, der auf der Straße ist, aber okay. Okay. Ja, hoffen wir einfach mal, dass man das, oder dass du das schön da rausschlimmeln kannst. Dann tritt eine Person in Erscheinung, die aus dem Dragon Pit geflohen ist, und zu Rhaenys. Und trägt die Information quasi an Rhaenyra und Daemon heran, dass Aegon gekrönt wurde und insbesondere natürlich, dass Viserys tot ist. Und da ist natürlich interessant, wie die Reaktionen sind, insbesondere bei Daemon. Und das fand ich wieder auch eine sehr interessante Szene. Also eine wirklich unglaublich interessante Szene. Hier wird gerade die halbe Bude abgerissen.
Weil man bei Damon halt so zuerst diesen Blick sieht, ja, Sorry, wir warten gerade nur noch drauf, dass hier gleich so der Staub von der Decke kommt. Das ist, wahrscheinlich hört man das nicht so krass, aber... Ich höre das gar nicht. Das ist echt irritierend, Entschuldigung. Ja, aber ich versuche, die Professionalität zu wahren. Ja, man sieht in seinem Blick halt zuerst dieses komplette Fassungslose und dann springt er gedanklich direkt zum Mord und zu, die haben den umgebracht und die klauen deinen Thron und direkt in diese aggressive Schiene von... Also direkt der Wahnsinn-Modus bei Damon ist angeworfen. Mhm. Und was sich dann ja auch durch die Folge trägt. Also fand ich sehr interessant. Er drängt Richtung Krieg, das kann man schon so sagen. Auf jeden Fall. Ja. Und zwar instant. Ne? Also es ist halt einfach diese wahrscheinlich kalte Wut, die in ihm direkt hochkommt. Gegen alles und jeden irgendwie. Obwohl wirklich man Viserys nicht mehr umbringen musste. Also diese Theorie ist so. Ja. Wenn sich das so anguckt, aber ja. Ich fand aber auch noch, dass Rhaenys, die macht das jetzt auch so mittelgefühlvoll. Das stimmt, ja. Aber eigentlich fand ich das ganz, keine Ahnung, ganz passend, dass sie halt reinkommt und halt sagt, so, das sind die Hard Facts. Ja. Und sie sagt ja auch, ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, ey, wir kämpfen jetzt an eurer Seite, sondern ich bin hier, um euch einfach diese gerechte Chance zu geben und euch zu warnen. Und ist ja auch nicht da, um jetzt zu sagen, hey, wir müssen jetzt zusammenhalten, sondern es ist ja nicht der Sinn, warum sie dahin fliegt, zumindest zunächst. Und von daher fand ich das schon gut, dass sie reingeht und einfach straight sagt, Viserys ist tot. So, Punkt. Und noch was. Also, ja. Aber ich finde auch schon direkt spannend eben, wie du sagst, Niklas, die verschiedenen Reaktionen von Rhaenyra und Daemon. Weil bei Rhaenyra hat man schon das Gefühl, okay, ihr geht's erstmal um die Trauer. Und sie muss gerade erstmal so diesen Fakt sacken lassen, auch wenn der jetzt eigentlich so krass überraschend nicht kommen konnte. Also man konnte schon damit rechnen, dass es vielleicht in naher Zukunft dazu kommt. Aber trotzdem, in dem Augenblick, wo du es erfährst, steht bei ihr natürlich erstmal die Trauer an erster Stelle. Und das geht bei Damon, schwappt das sehr schnell über. Wobei Wut ja auch eine Form der Trauer ist, ne? Also, vielleicht ist er auch einfach nur von der Trauer überwältigt. Ich meine, die Trauer oder das Entsetzen darüber manifestiert sich ja bei Rhaenyra auch. Also und zwar in Form von, dass ihre Wehen sofort einsetzen und sie viel zu früh ihr Kind bekommt in Form von einer Fehlgeburt. Also dass sie, also zumindest für mich kam es so rüber, dass diese Information das ausgelöst hat. Also ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert habt. Ja, ja, genau so. Ja. Und das war ja dann schon, hat dann schon eine sehr hässliche Szene geführt auch. Also diese ganzen, also bei allen möglichen Geburtsszenen etc., da sagt Game of Thrones auch, ja, das gucken wir uns mal genau an. Yeah. Also das ist schon... Das zieht sich da aber auch durch, ne? Also wirklich. Aber auch jetzt, viel mehr jetzt bei House of the Dragon als bei Game of Thrones, ne? Ich meine, da hatte man mal kurz, ich glaube, als Daenerys da ihr Halbdrachenbaby gebärt, aber das ist, also so explizit extrem wurde das nie gezeigt, fand ich. Ich fand es interessant im Vergleich auch zum Buch, weil ich habe ein bisschen drauf geachtet, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, im Buch ist es auch so, dass sie in dem Moment eine Fehlgeburt erlebt, was sich aber über mehrere Tage ja hinwegzieht und sie unglaubliche Schmerzen währenddessen hat und unglaublich, im Buch ist also so richtig bildhaft beschrieben, wie sie Alicent mit allen Fluchwörtern auf der Welt verflucht, was hier jetzt noch ein bisschen anderen Spin hat, also sie ist ja gar nicht so feindlich Alicent gegenüber da. Aber was halt im Buch auch drin ist, dass das Baby, was rauskommt, so Merkmale von einem Drachen hat. Also, dass die so Schuppen hat, das Baby, und so verstümmelte Schwingen, glaube ich, und einen Schwanz oder sowas. Und man kann sowas erahnen, wenn man das weiß, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so rübergekommen ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Weil es sah für mich jetzt, hätte auch ein normales Baby in so einem frühen Stadium sein können. Aber ich finde, es kam ein bisschen durch den Schnitt raus, weil immer während dieser Szenen ja diese Drachen-Zwischenschnitte kommen. Also ja, dadurch hatte ich schon diese direkte Verbindung von, es wirkt gerade, als würde dann Drache geboren werden. So, also sie haben es schon, ich finde, mehr dadurch gelöst, als dann dadurch, dass man so Schwingen sieht oder sowas. Ja, also ich hatte mich auch genau deshalb extra darauf geachtet, aber fand dann auch so, ja, kann ich jetzt nicht safe sagen. Und es wirkte auch so ein bisschen in einem Cut, als wäre die Nabelschnur um den Hals gelegt. Ja, ne? Stimmt. Das also, dass es auch so ein bisschen daran liegt. Und ich glaube, im Buch ist auch so, dass dann das tatsächlich so der Auslöser ist, dass sie, ich sag mal, halb in den Krieg zieht, oder? Ich glaube gar nicht, dass das der nächste Tod ist, der kommt.
Aber bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Weil da sind die immer noch in dieser Phase, dass sie eigentlich nur Raben verschicken und so weiter und erstmal die Allianzen sichern. Also ein bisschen schwierig zu sagen gerade. Die Geräuschkulisse ist hier gerade ein bisschen extrem. Wir hoffen, das ist bei euch nicht ganz so krass. Wir versuchen hier das einfach wegzuhören und machen einfach weiter. Ist nur für die Konzentration schwierig. Aber ich sag mal, insgesamt finde ich nochmal spannend, dieser auch Punkt, wir haben ja wieder so einen leichten neuen Konflikt, Daemon und Rhaenyra, also den wir ja gerade auch schon angesprochen haben. Und der führt sich ja, sag ich mal, auch in dieser Geburtenszene so relativ fort. In dem Moment, wo Rhaenyra auch schon proaktiv direkt mal ihren Kiddies sagt, ich habe die Befehlsgewalt und die machen alle gar nichts ohne mich. Ich glaube, weil sie auch ganz gut weiß, wie Daemon tickt. Aber auch dadurch, dass während Daemon da unten am Planen ist, fand ich nämlich auch krass, diese Szene, wie man sie schreien hört und er dann doch relativ passiv ist. Ja, also da merkt man auch irgendwie, dass dieser Disconnect von Daemon mit Rhaenyra, ne, dass er einfach auf emotionaler Ebene in so Situationen so seltsam reagiert, dass er da auch kein guter Ehemann ist, was ja später in der Szene noch viel deutlicher wird. Aber dieser Konflikt zwischen Daemon und Rhaenyra bahnt sich da schon an und baut sich auch über die ganze Folge dann ja weiter auf. Tatsächlich. Mhm. Auf einen Punkt hatte ich ja noch, das ist ja auch so ein bisschen, könnte ich mir bei Daemon vorstellen, dass ihn da auch so eine gewisse Angst packt. Das ist ja eigentlich das erste Kind auch von... Nee, was haben die? Das ist das dritte Kind von denen. Ja. Von Rhaenyra und Daemon zusammen. Genau. Aegon und Viserys waren davor. Aegon und... Ja, das sind die am Krankenbett vorstellen. Da. Ach jo, boah, jetzt war ich ganz raus. Ja. Ja, aber die sieht man gar nicht, ne, in der Folge. Man sieht irgendwann nämlich noch den dritten Kraft. Ja, das stimmt. Aber okay. Nee, sorry, aber insgesamt, worauf ich hinaus wollte, ist vor allem, dass Dame gewisse Angst hat, weil er ja auch mit Laena, ich sag mal, doch relativ große Parallelen da schon mal in so einer Geburtenszene hat. Und da hat man ja auch schon gemerkt, er kommt einfach auch mit diesem Thema, glaube ich, nicht ganz so gut klar. Aber in der Tat, vielleicht nicht der beste Vater, was das angeht. Ja. Sollen wir mal szenenmäßig weitergehen, damit wir zur Krönung und Beerdigung kommen? Ja. Weil die Szene, finde ich, hat einen schönen Kontrast auch gebildet zu der grünen Fraktion, zu der riesigen Krönung im Dragon Pit, ne, wo keine Ahnung, wie viele tausend Leute dabei sind. Und dann stehen da auf Dragonstone halt die 17 Leute bei einer Beerdigung zunächst einmal und die sich dann direkt in eine Krönung verwandelt, als Ser Arryk mit der Krone da vorbeikommt. Mhm. Arryk, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ah. Ja, nee, ich glaube, du hast recht, das ist Arryk, glaube ich. Aber trotzdem war die Krönung, hatte die dann etwas Majestätisches, auch obwohl sie so klein war. Also das fand ich cool gemacht, war ein schöner Kontrast zu der Krönung von Aegon. Ja, eigentlich war sie deswegen auch ein bisschen majestätischer sogar, weil sie halt nicht so erzwungen war. Sondern es kam halt wirklich ein Treuer mit der Krone, hat sich hingekniet und gesagt, du bist die wahre Königin. Und das war natürlich was ganz anderes als in dem fetten Saal, wo die erstmal eine Minute lang erklären mussten, ja, übrigens, das ist jetzt der rechtmäßige König und ihr müsst jetzt bitte, ne, also jetzt feiert mal. Da war ja auch selbst die Reaktion vom Volk erstmal so zögerlich und erstmal so, wie jetzt? Und da merkt man halt, okay, da kommen halt Leute, die wirklich tatsächlich der Meinung sind, dass sie die legitime Nachfolgerin ist und ihr auch weiterhin die Treue halten wollen. Und allein deshalb hat das Ganze, obwohl es eben nicht im Thronsaal ist, sondern da mit 17 Leuten auf dem Berg, hat es trotzdem irgendwie mehr Wirkungskraft. So. Es waren ja auch 17, ich sag mal, dann eher wichtige Leute vergleichsweise. Und bei der Krönung hattest du ja eigentlich, also von Aegon, hattest du da, ich weiß nicht, 7 oder 8. Und dann hattest du das ganze Volk, was dann, sag ich mal, so ein bisschen halb ausgegraut war. Und hier hattest du gefühlt eher dann wirklich Menschen oder Personen vor dir. Also ich habe übrigens nicht gezählt, ne? Ich habe die 17 nur so rausgehauen, also bevor da irgendjemand uns das rausbindet. Ein paar mehr wahrscheinlich doch noch. Aber. Und es kommt dein schöner Rhaenyra-Soundtrack wieder. Ja, also meiner. Ja, den du aktiv angesprochen und entdeckt hattest. Den ich übrigens super cool finde. Ich mag den super gerne. Und ist euch aufgefallen, dass Rhaenys nicht kniet? Das wollte ich auch noch ansprechen, ja. Ja, fand ich nämlich auch sehr passend irgendwie. Und man sieht, das zieht sich ja relativ gut durch die Folge, man weiß ja jetzt auch später auch noch, warum sie nicht kniet an der Stelle. Also warum sie noch nicht kniet. Ach stimmt. Du fragend an. Ja, nee, weil ich das noch, in meinem Kopf hatte ich das so interpretiert,
dass sie halt sich immer noch auf einer Ebene wie sie sieht. Aber du hast ja recht, die Valerians haben sich da ja noch gar nicht für sie deklariert. Das ja, ist, eben. Stimmt. Das ist ja noch gar nicht klar, wohin es gehen soll für die. Ich fand aber auch noch schön, dass Daemon wieder derjenige ist, der die Krone aufsetzt. Wie schon im Thronsaal bei Viserys, als er sie verloren hat sozusagen. Und da jetzt eben auch bei Rhaenyra. Und irgendwie verändert das ja auch sofort das Verhältnis von den beiden. Also finde ich auch spannend, weil davor, finde ich, in den Folgen wirken die schon relativ harmonisch. Also man bekommt zumindest jetzt nichts davon mit, dass die irgendwie da jetzt nicht on the same page wären. Und man hat das Gefühl, so mit dieser Krönung, und da ist ja auch wieder viel Einstellung so auf ihm und auf ihr und auch später kommt dann wieder viel mit Blicken und so, dass sich da halt direkt in der Dynamik was ändert. Was ja dann auch ja zum Höhepunkt noch quasi kommt. Aber fand ich auf jeden Fall auch wieder spannend, dass er derjenige wieder ist, der ja auch als direkter Bruder jetzt, sag ich mal, eigentlich nicht so ganz fernab wäre als Option. Ich meine, das Thema hat sich irgendwie relativ früh erledigt gehabt so, aber vielleicht schwingt das auch immer noch so ein bisschen mit. Das habe ich in der Szene gedacht, wo die später vor dem Kamin stehen, als Rhaenyra dann über die Prophezeiung redet, dass da noch das nochmal bei Daemon hochkommt. Müssen wir gleich mal drüber diskutieren, was da genau los war. Aber Ja. Aber wir springen noch mal einmal zurück in die, ich nenne es mal die Strategieplanung. Also Rhaenyra ist am schönen Tisch und dann dieses, wie fandet ihr den, ich nenne es mal diesen coolen Tischeffekt, diesen Feuereffekt? Und Frage, haben die Kerzen da drunter geschoben? Ich musste das nochmal zurückskippen. Ah, okay. Ich habe es zuerst überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt auf einmal leuchtet. Ja, also die haben so ein Brett an Kerzen da drunter geschoben. Wie gleichmäßig dann der Tisch da drunter geleuchtet hat, da habe ich auch gedacht, so, ja gut, da brennen die Kerzen aber wunderbar. Aber ist natürlich sehr symbolisch, ne? Westeros wird in Flammen aufgehen quasi. Aber ich fand es trotzdem einen super geilen Shot und super cool und hat mir super gefallen. Ja. Also. Gleichfalls. Also kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, das ist so die Staffel 2 in Kurzform, was wir da gesehen haben. Die Staffel 2 in Kurzform? Ja, Westeros wird mit Flammen überzogen. Ach so. Aha. Also, Foreshadowing. Schon dieses genau. Foreshadowing, ja. Ja. Ja, stimmt. Da sieht man ja auch, die gehen ja auch von Winterfell runter und sowas. Aber finde ich cool, dass die A nochmal die Karte zeigen, weil man ist relativ raus aus dieser Welt. Und die sprechen dann ja kurz später nämlich auch über die ganzen, wer ist, sag ich mal, verbündet. Also wen haben wir schon? Und dann aber viel wichtiger, wer ist denn, sag ich mal, so in der Schwebe? Ich weiß nicht, habt ihr dann auch im Schirm, welche 4 bis 5 Häuser das sind? Also ich weiß noch, dass logischerweise, um das Einfachste vorwegzunehmen, natürlich die Baratheons sind auf der Kippe. Und deswegen wird später ja auch Luke dahin geschickt. Aber auch die Starks müssen überzeugt werden. Deswegen wird Jace in den Norden geschickt. Und ich glaube, die Tullys sind noch wichtig, also die Flusslande. Und deswegen sagt ja Daemon, dass er sich Richtung Harrenhall und Richtung Tullys Flusslande bewegen will. Zumindest sagt er das am Anfang, macht es noch nicht in der Folge, aber er bringt es thematisch auf jeden Fall. Ja, können wir nachher nochmal drauf zukommen, weil irgendwas hat mich am Ende noch verwundert. Und Haus Arryn ist noch wichtig, aber da sagt sie direkt, ja, da kommt meine Mom her, die kriegen wir. Und Velaryon ist zu dem Zeitpunkt, sag ich mal, noch auf der Kippe. Ist Arryn, ist doch das Haus von The Vale, oder? Also Grüne Tal. Das Grüne Tal, ne? Mit der Schloss auf der Klippe da, was mega cool ist. Ja. Ja. Aber ich finde, da kommt halt auch nochmal dieses Ding raus, dass Daemon halt sehr viel sagt und dann, also da entwickelt sich schon dieser Machtkonflikt. Und irgendwo denke ich mir auch, okay, ich kann Daemon auch ein bisschen verstehen sozusagen, weil er ist nun mal derjenige, der hat Kriegserfahrung und hat so strategische Sachen schon öfter, also war schon öfter damit in Kontakt, war schon oft in dieser Position, ja, auch kriegerische, strategische Entscheidungen zu treffen, fühlt sich offensichtlich in dieser Rolle ja auch wohl. Also fühlt sich auch wohl darin, sofort Befehle zu geben, sofort strategisch zu überlegen, wie man es jetzt am besten angeht. Und dann aber eben Rhaenyra schon auch sagt, ja, ich bin hier schon die Königin, ne? Ja. Wo ich glaube, ich die Kombi von den beiden ganz gut finde, weil ich könnte mir vorstellen, so ein reiner Daemon wäre nicht so gut und so eine reine Rhaenyra wäre auch nicht so gut. Ist ja so ein bisschen dieses... An sich ja.
wenn sie es halt wirklich dann gut auch bündeln, so, das ist halt die Frage, das, ne? Das wird sich dann noch in Staffel 2 rausstellen, wie sich das dann so ergibt, ja. Ja. Ich fand, es gab in der Szene noch schöne Kleinigkeiten. Mhm. Nämlich zum einen, wie Rhaenyra auf ihre Wachen reagiert. Ich hatte gleich versprochen in der letzten Folge auch gemacht. Wo die Wachen am Anfang mit ihr reinlaufen und sie zuerst so sagte, nee, bleib mal zurück. Da hast du direkt das Gefühl, okay, sie hat sich noch nicht ganz in die Rolle eingefunden, aber muss jetzt so in den nächsten Szenen quasi das Königinnensein übernehmen, richtig. Aber fühlt sich halt noch so ein bisschen awkward, weil sie nicht genau weiß, wie alles funktioniert. Und zum anderen war eine wichtige Sache, glaube ich, dass sie Baela und Rhaenyra? Wir hatten die Töchter von Daemon. Ich glaube ja, ich habe den Zettel diesmal nicht da. Ja, ich blende den Stammbaum ein. Dass sie die mit an den Tisch holt. Und sagt so, okay, offensichtlich gehören die mit dazu. Weil ich habe das Gefühl, das hat die speziell für Rhaenys gemacht, damit Rhaenys auch nochmal einen Push bekommt. Hier, ihr seid auf unserer Seite. So. Und man sieht ja sogar, dass die sich auch wirklich verstehen. Also Jace und Luke mit den beiden. Ja. Also das scheint ja auch zu funktionieren. Ja. Dann kommt noch ein wichtiger Satz. Und zwar, was ist wichtiger als Mannstärke, Marcel? Du kriegst heute Quizfragen von mir. Ich wollte gerade sagen, Tobi, vor allem ich sitze hier so ultra entspannt. Und denkst, ja, ein entspannter Talk. Und dann, okay, was sagt Luke zu Rhaenyra? Tobi. In Episode. Okay, 5, Drachen. 4, 3. Drachen sind wichtiger als Mannstärke. Drachen. Drachen. Ja. Die Drachen. Ja, guter Beitrag, Tobi. Nee, ich dachte vielleicht. Ich wollte dich nochmal so ins Gespräch reinbringen. Ich glaube, ja, das sollte ein Stichwort dann, sein. Ja klar, dann geht es halt darum, ne, dass Drachen ja eventuell halt auch einen Nachteil haben, weil dann halt sofort alles in Flammen steht und die Geschichte und so weiter. Viel spannender. Wobei, nee, das ist nicht viel spannender. Das ist schon ziemlich relevant, gebe ich zu. Ich wollte noch sagen, ich fand da auch, ich hatte das gerade schon mal so grob gesagt, aber da war auch wieder so eine Szene, dieser lange Blick zwischen Rhaenyra und Daemon. Wo man wirklich so einfach sieht, wie die sich anschauen. Und dann schaut Rhaenyra aber zur Seite und macht so weiter. Ich muss das einfach hervorheben, weil ich liebe sowas. Ich liebe es, wenn man sich Zeit für diese Augenblicke nimmt, die so viel aussagen schon und einfach gut. Aber ja, zurück zum Thema Drachen. Ich finde es natürlich auch dann, also ich finde es sehr gut, dass das da kommt. Weil das ist ja die Frage, die für alle auf der Hand liegt. So, ja Moment, ihr habt doch Drachen, jetzt fliegt doch dahin und brennt alles nieder und dann ist das Ding durch. Und dass sie dann aber sagt, ja, die Geschichte hat uns gelehrt, immer wenn Drachen in die Kämpfe reingezogen sind, hat halt das ganze Königreich am Ende gebrannt. Und dass sie dann halt sagt, das will sie halt nicht. Das deckt sich ja dann auch mit ihrer späteren Handlungsweise, wo sie halt sagt, ich habe halt versprochen, dass ich das Königreich geeint quasi führe oder dass ich das Königreich geeint behalte und eben kein Krieg ausbricht. Und dass sie da deswegen auch so, also gerade was natürlich den Einsatz von Drachen angeht, extrem zögerlich ist, ja auch ansonsten, was den Eintritt in irgendeine Form von Krieg angeht, sehr zögerlich ist. Das ist auch eine große Parallele zu Daenerys, ne? Also, weil Daenerys steht ja an irgendeinem Punkt da auch irgendwann vor der Entscheidung, Drachen einzusetzen. Und dann hat Tyrion ja so ein bisschen die Rolle, dass er sagt, bitte nicht King's Landing abfackeln. Wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber hier ist es halt Rhaenyra, die tatsächlich zögert und noch so, sag ich mal, den Finger vom Trigger nimmt, weil sie halt genau das befürchtet und auch das Argument bringt, dass halt das ganze Land da abfackeln kann. Und im Endeffekt bringt es ihr ja tatsächlich auch noch mehr Respekt gegenüber Rhaenys, weil Rhaenys dann später mit Corlys ja auch sagt, so, sie war die Einzige, die da ein bisschen nachgedacht hat und nicht direkt alles anfackeln oder abfackeln wollte. Genau. Spannend finde ich dabei ja noch, dass offensichtlich sie ja dabei die ganze Zeit diese Prophezeiung im Kopf hat. Also die spielt für sie offenbar auch bei dieser Entscheidung eine sehr große Rolle, dass eben das Volk geeint bleiben muss, weil eben, ne, die Prophezeiung sagt, es kommt eine Gefahr, die größer ist als das. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig abfackeln. Also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist das schon auch was, wo sie sofort denkt, okay, jetzt bin ich die Königin, ich muss jetzt das, was mein Vater mir gesagt hat, halt auch leben. Das habe ich ihm ja quasi geschworen. Und hält sich da ja auch dann, also will sich da zumindest auch dran halten. Ja. Aber es ist richtig, vor allem auch nochmal der Punkt mit Rhaenys, die Überzeugung, weil Rhaenys hatte vorher noch diesen Satz gesagt, den ich richtig cool fand, mein Gemahl setzt den Kurs so unter dem Motto. Das fand ich noch richtig cool. Also sie, die ja eigentlich auch mal hätte Königin sein können,
sieht die Aufgabe da tatsächlich bei ihm, ist da, sag ich mal, untergeordnet oder ordnet sich da selber weiterhin unter. Obwohl, sie könnte ja jetzt auch alles entscheiden und dann wäre es vielleicht so. Finde ich aber echt cool, wie die da, sag ich mal, weiter ihren Standpunkt, sag ich mal, vertritt. Ja. Und ganz kurz, wo ich noch auf die Drachen hinaus wollte, und zwar, weil ich es nochmal ganz wichtig irgendwie zu finde, um diesen Überblick zu haben. Wir haben auf der Seite der Grünen dann diese drei ausgewachsenen Drachen plus ein weiterer. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil irgendwann kommt die Zahl 4 auch mal. Also wir haben auf der Seite der Grünen natürlich Vega. Aemond hat Vega, dann hat Aegon, hat Sunfire. Tut mir leid, ich sage jetzt nur die Englischen, weil ich die gerade im Kopf habe. Ich glaube, Moondancer ist noch auf der Seite. Nee, Dreamfire. Dreamfire ist noch auf der Seite von den Grünen. Und dann haben die Kinder halt von Aegon, haben glaube ich schon nochmal Hatchlinge. Kleine. Also so genau, ja, okay. Kleine Eier. Ja. Aber auf der Seite von den Schwarzen sind noch viel mehr. Also erstmal 7, die noch nicht ganz ausgewachsen sind oder wie auch Renima sagt, noch keine Kampferfahrung haben vergleichsweise. Aber dann gibt es noch diese 3, mein Gott, Entschuldigung, aber es ist wirklich enorm laut. Dann gibt es noch diese 3 unbeanspruchten Drachen, also Seerauch, Vermithor und Silberschwinge. Und dann gibt es nochmal 3 wilde Drachen. Die 3 wilden Drachen sind auch nochmal interessant, weil die sind ähnlich alt wie Vaga oder Vega, glaube ich. Und aber die sind, sag ich mal, gelten als so unzähmbar, nenne ich es mal. Sind auf jeden Fall jünger. Also sie sind jünger, aber nicht viel. Ja, genau. Die sind, Vargas sei der Älteste, ja, oder die Älteste. Aber genau, die sind ein bisschen jünger. Aber von denen hat man auch nichts, noch nichts mitbekommen. Aber ich sag mal, dass diese 3 Unbeanspruchten da schon mal genannt werden, ist, sag ich mal, ein kleiner Hint für das, was später noch in der Folge kommt. So, kommen wir jetzt zu Otto auf Drachenstein die Zweite. Ein dreiköpfiger grüner Drache wird angekündigt. Genau. Und Otto Hohenturm läuft mit 6 Wachen den gleichen Weg, den er schon mal gegangen ist, hoch zu Drachenstein und stößt auf den gleichen Gegner, auf den er schon mal gestoßen ist. Und dann landet der gleiche Drache, der da schon mal gelandet ist, hinter ihm. Und die gleiche Person steigt ab und geht wieder zurück. Ich muss sagen, weil ich habe mich bei der Szene schon wieder gefragt, was war Ottos Plan? Also, ich weiß nicht, ob das... Also das ist halt schon ein risky Move, dass die Hand des Königs, nachdem die quasi ihren gekrönt haben, zu ihrer Rivalenpartei geht mit 6 Leuten. Das fand ich wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber wie habt ihr das interpretiert, gesehen? Ja, es ist schon risky, aber ich denke halt, man hat ja tendenziell schon das Gefühl, dass die an sich vor eben so, ich sag mal, Botengängen schon einen gewissen Respekt haben. Also, ja, ich wäre mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Ich hätte auch ein bisschen meine Zweifel. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Statement, dass ich glaube, er will das auch persönlich machen. Ehrlich gesagt. Ich glaube, er will da hingehen und auch sagen, so, Aegon ist der König, Freunde. Und ihr könnt jetzt entscheiden, was ihr macht. Entweder, ne, wir kommen nochmal oder wir einigen uns jetzt hier friedlich. Ich glaube wirklich, weil er weiß, glaube ich, dass das jetzt die größte Herausforderung ist, diese Bedrohung von den Schwarzen quasi irgendwie abzuwenden, weil innerhalb von Königsmund hat er es ja schon quasi geschafft, das zu legitimieren. Das heißt, das ist die Gefahr. Und ich glaube, das ist für ihn auch wichtig, dass er das quasi persönlich regelt. Mhm. Wahrscheinlich. Und er hat ja auch einen gewissen Stolz. Und wenn er dann einen Boten schickt, weiß er wahrscheinlich auch, Dame wird dann direkt drauf geben. Aber man, zu Recht hätte man es auch kritisch hinterdenken können, wie man in der Szene sieht. Und ich finde es aber auch richtig geil, wie du gerade schon meintest, dass Rhaenyra jetzt in dem Falle hinter denen landet wieder. Also an der gleichen Stelle, nur indirekt jetzt ein bisschen auf der anderen Seite. Und damit, sag ich mal, auch überhaupt jedes Entkommen, sag ich mal, ein bisschen raus ist, ja. Habt ihr erkannt, welche, was sie ihm gegeben hat? Also Otto hat ja Rhaenyra ein Blatt Papier gegeben. Was war's? Marcel, die schwierigen Quizfragen gehen heute alle an dich. Okay, er dodged. Es ist aus Episode 1, da habe ich nämlich gerade eben auch noch schnell hingeskippt, wo Rhaenyra und Alicent am Anfang im Götterhain sind, sage ich mal, und Alicent fragt sie dann aus diesem Buch ab und das ist genau die Seite, die dann Rhaenyra, sage ich mal, rausreißt. Also ich sag mal, Symbol ist einfach Freundschaft, wahrscheinlich. Ja. Ich habe es auch nicht direkt gecheckt, aber dann habe ich kurz nochmal geguckt und so, was ist das aus dem Buch? Und dann, okay, ja, jetzt. Irgendwie kam es ja bekannt vor. Ja. Ja.
Und was auch noch spannend ist, dass Rhaenyra das Hand des Königs Abzeichen von Otto reißt und ihn als Verräter, sag ich mal, beschimpft. Aber gleichzeitig auch sagt, die Antwort kriegt ihr morgen, während Daemon, sag ich mal, ja, doch wieder ein bisschen aggressiver drauf losgehen wollte. Ist auch ein auch gespiegelt zur ersten Situation, ne? Ich glaube, das hat Rhaenyra damals auch entschärft, während Daemon wieder Köpfe rollen sehen wollte. Ja, das war genau, was ich auch sagen wollte. Also das, diese Parallele zieht sich eigentlich durch die komplette Szene einfach durch. Was ich aber cool finde, das ist so, ich mag es ja immer, wenn so Klammern geschlossen werden. So, wie jetzt, wie wir schon meinten, mit der ersten Szene der Folge und der letzten, ist das auch wieder so eine Klammer, die irgendwie aufgemacht wird und da jetzt irgendwie sich sehr schön schließt oder halt nochmal so eine andere Dimension bekommt. Ja, das zeigt ja auch, sag ich mal, dass so Szenen vom Anfang auch wichtig sind, ne, die man so ein bisschen jetzt nebenbei betrachtet hat. Zumindest mir macht es jetzt auch wieder Bock, wenn ich so die ganze Staffel mir angucke. Wie ich ja schon mal meinte, das kommt mir vor, als hätte ich vor Jahren Episode 1 geguckt, was ich so geil finde. Ich freue mich tierisch ich weiß noch nicht, ob es in einem Jahr wird, in anderthalb werde ich auf jeden Fall die Staffel nochmal komplett gucken. Weil ich glaube, da sind viele Sachen, die man so auch in den ersten Episoden hat, die vielleicht nochmal richtig Bock machen, wenn man die jetzt sieht, ohne reinkommen zu müssen. Ich muss auch sagen, ne, also was die Serie wirklich fantastisch geschafft hat, man hat wirklich das Gefühl, dass man viel mehr gesehen hat als 10 Folgen. Ja. Also gerade auch im Vergleich zu Rings of Power, wo du gefühlt irgendwie den Handlungsstrang von einer Woche gesehen hast. Und da hast du das Gefühl, dass du schon eine Generation hast, ja, de facto auch erlebt hast. Mhm. Und es fühlt sich auch so an. Also fantastisch. Total, ja. Dann gehen wir aber nochmal zurück, nochmal in den Strategieraum, der Feuertisch, wie auch immer. Weil da kommt tatsächlich dann erstmal dieses auch, wo Rhaenyra sagt, ich möchte nicht über Knochen und Asche herrschen, ich möchte das etwas überlegter durchgehen und möchte Frieden, ich möchte ein geeintes Reich. Und dann ist nämlich auch der Auftritt von Corlys. Mhm. Marcel. Ich finde, da muss man noch mal kurz dazu sagen, weil wir die Szene jetzt zwischen Rhaenys und Corlys komplett, also wir haben es eben mal kurz angeteased. Aber weil ihr eben nämlich meintet, ja, sie tritt dann so ein bisschen zurück und überlässt das Ruder ihm, aber im Endeffekt in der Szene zwischen den beiden übernimmt sie nämlich in dem Fall wirklich mal das Ruder. Weil er sagt ja eigentlich, okay, das war's jetzt für uns, wir halten uns jetzt raus. Wir fahren jetzt zurück und leben einfach da unser Leben und sind zufrieden mit dem, was wir haben. Wir haben immer noch unsere Enkelkinder und ne. Und dann ist sie ja diejenige, die halt sagt, nee, jetzt in diesem Fall tatsächlich nicht. Und das, ja, deswegen finde ich, dass sie da nämlich zum ersten Mal eigentlich wirklich die Initiative ergreift und auch quasi, ja, dass sich da das ein bisschen wendet zwischen den beiden. Nämlich nicht er entscheidet, sondern eigentlich sie entscheidet. Obwohl sie ja eigentlich, also können wir jetzt gerne diskutieren, aber eigentlich sagt sie ja auch im Wesentlichen, es ist zu spät dafür, eine andere Entscheidung zu treffen. Also ich hatte das nicht unbedingt so empfunden, dass sie quasi, ich meine, durch ihr Handeln ist es so weit gekommen. Also klar, stimmt, das ist komplett richtig. Aber zu dem Zeitpunkt gibt es auch gar nicht mehr die Möglichkeit zu wählen. Die Würfel sind ja gefallen. Naja, ich meine, sie sagt vorher noch, Corlys setzt den Kurs. Das ist ja in dem Moment noch nicht lange her. Ja, also, aber ich würde nicht sagen, dass sich da jetzt krass viel geändert hat zwischen der Szene und der, wo sie dann sagt, okay, außer dass sie halt gesehen hat, dass Rhaenyra wirklich nicht daran gelegen ist, das Land brennen zu sehen und dass sie wirklich die Person ist, die versucht, es zusammenzuhalten. Das ist eigentlich die einzige Information, die sie dazwischen neu bekommen hat. Also soweit ich weiß. Ja, sie, aber die Sache ist ja, Corlys hat nicht alle Informationen zu dem Zeitpunkt. Also sie informiert ihn ja quasi darüber, was passiert ist. Und dann wird ihm natürlich auch klar, dass es vorbei ist. Und dass er, weil er sagt ja vorher, nee, wir halten uns raus auf der Informationsbasis, die unvollständig ist. Also er weiß nicht zum Beispiel, dass Rhaenys, wie der Abgang von Rhaenys da war. Er weiß zum Beispiel, glaube ich, auch nicht, wie Laenor gestorben ist. Also er sagt ja auch noch, das war. Ja, aber das wissen die ja immer noch nicht. Ja, es wird nicht gezeigt, aber genau sagen kann man es nicht. Aber ich bin ein bisschen bei Marcells Ansicht eher. Weil ich finde nicht, dass was sie macht, ist reine Informationen geben, sondern ich finde, die drückt schon eine Meinung auf. Also ich finde, die sagt schon, nee, wir müssen das so machen. Stimmt schon. Also stimmt schon, ja. Ich meine, es passt auch dazu, dass sie vorher immer quasi die beobachtende Person war von der Situation und sich geguckt hat, wie sich das entwickelt und dann quasi auch den Call macht. Also ist schon richtig. Aber es kommt noch eine kleine Szene genau voraus, die wir auch schon angeteasert hatten. Daemon und Rhaenyra. Die Szene ist, glaube ich, da auch noch nämlich parallel.
Und ja, ich frage einfach mal leicht kritisch, braucht man, also auch wenn ich die Szene zum Teil sehr geil fand, braucht man diese ganze Prophezeiungsgeschichte? Weil für mich ist die immer noch ein kleiner Fremdkörper. Die hat sich auch in der Szene wie ein Fremdkörper angefühlt, finde ich. Ich hab bei der Szene jetzt auch Fragen durch diese Prophezeiungsgeschichte. Also weil für mich, zuerst habe ich die Szene so interpretiert, und da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung tatsächlich, dass Damon quasi, also er wirkt Rhaenyra ja dann tatsächlich, und während sie darüber über Viserys reden und während es um die Schwäche von Viserys geht. Und das war ja auch immer der wunde Punkt von Damon quasi. Also auch wenn Corlys die Schwäche von Viserys angesprochen hat, hat das Damon aufs Blut gereizt. Und jetzt auch, selbst wenn Rhaenyra das macht, beziehungsweise sie spricht es nicht direkt an, aber er verbindet es dadurch, weil sie von Prophezeiung redet und er immer sagt, Viserys ist schwach gewesen wegen seinen Träumen und Prophezeiung. Und dann packt er sie und wirkt sie. Für mich ist das halt Damon in seiner kalten Wut, die natürlich, es ist eine schreckliche Szene, also muss man nichts zu sagen. Und ist auch, ich vermute mal, die ganzen Leute, die Damon immer feiern als der große Held und so weiter. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil das ist natürlich schon etwas, was sehr verachtenswert ist. Aber es ist unglaublich schwer, mal wieder zu interpretieren, was in seinem Kopf abgeht. Und für mich war das einfach nur kalte Wut. Aber dann bringt dann Rhaenyra diese Prophezeiung mit rein und schließt irgendwie daraus, dass Viserys ihm das nie erzählt hat. Und das hat mich ein bisschen, verwirrt. Aber gerne, wie habt ihr die Szene erlebt? Aber sie schließt das ja aus seiner Reaktion. Also sie macht die Info ja davor und sagt, ja, weil wir haben eine größere Verantwortung als nur das Hier und Jetzt. Und und sagt dann auch die Prophezeiung. Und dann wirkt er sie. Das heißt, ihre Schlussfolgerung resultiert ja aus seiner Reaktion. Weil sie, glaube ich, denkt, so wie er gerade reagiert, und er geht ja gar nicht auf die Prophezeiung als solche ein, sondern sagt ja nur, ja, seine Träume und Wünsche haben ihn immer schon schwach gemacht. Und auf diese heftige Reaktion, und das hatten wir eben schon mal gesagt, vielleicht in dem Moment auch schon ein bisschen dieser Neid, einfach dieses, eigentlich hätte ich das doch auch mal sein können oder sein müssen vielleicht, und bin es aber nicht, und sie ist es, und ich muss mich ihr jetzt unterordnen. Und ich glaube, damit struggelt er auch in dem Augenblick. Es gibt ja Augenblicke, wo er das dann auch tut, wie er zum Beispiel wieder auf dieser Brücke, wo wir eben gesagt haben, aber dann wieder bei dem Kriegerischen, wo es ihm sehr schwer fällt. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weil, und dann habe ich eben, wie gesagt, das Gefühl, dass sie daraus schlussfolgert, dass er das halt nicht wusste. Und dann, ich finde immer noch, dass sie, wie du sagst, Niklas, das ist ja eine krasse Szene, dass sie darauf sehr gefasst reagiert, also überraschend gefasst, und das dann auch gar nicht mehr thematisiert wird irgendwie. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung, dass, also sie sagt ja auch so, ja, wie du weißt, gehen meine Ambitionen über, wie sagt sie das, also geht mein Eid über persönliche Ambitionen hinaus. Und ich meine, die sagt sowas in die Richtung, wie du weißt oder sowas. Und er weiß anscheinend nicht. Und ich denke auch schon, dass das so eine gewisse Kränkung für ihn ist, weil klar, irgendwie hat er seinen Bruder ja auf jeden Fall geliebt. Und jetzt ist Rhaenyra was anvertraut worden, was ihm nicht anvertraut wurde. Und dass da auch so eine gewisse Trauer, so eine Mischung aus Trauer und Neid entsteht und dadurch diese Wut dann einmal rauskommt. So hatte ich es auch so ein bisschen gedacht. Und genau, wie da er so reagiert, merkt Rhaenyra, nee, okay, das weißt du scheinbar doch nicht. Oder wusstest du anscheinend doch nicht. Aber ich fand die Trauer in Damon richtig, richtig cool, aber ich fand die ganze Szene auch, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich finde, sie passt zu Damon. Also ich finde, sie ist irgendwie in Character für Damon. Weil ich meine, der hat seine Frau, vielleicht seine erste Frau umgebracht. Also wir wissen es nicht genau, aber es ist schon nicht unwahrscheinlich. Und ja, ich stimme euch komplett zu. Was mich halt ein bisschen dabei überrascht, oder wo ich so ein bisschen halt Sachen halt einzuordnen, weil sie sagt ja vorher nur A Song of Ice and Fire. Also das sagt sie nur. Und dann war für mich einfach, für ihn das einfach nur eine weitere Prophezeiung von Viserys Träumen oder sowas, wovon er ja offensichtlich weiß, dass er so Sachen gehabt hat. Aber für mich hatte er da zu dem Zeitpunkt noch keine Information, dass diese Prophezeiung jetzt unendlich wichtig sei. Also
Ich meine, das kann man so interpretieren, wenn man das weiß, aber Damon in dem Moment muss doch einfach nur gedacht haben, das war eine weitere Prophezeiung oder sowas, was du jetzt, also, dass sie zum Beispiel von Aegon, dem Eroberer, weitergegeben wurde, sagt Rhaenyra ja nicht an der Stelle. Aber ich glaube, ihr seid da richtig, also ich glaube, ihr habt das richtig verstanden. Ich glaube nur, dass, oder ich fand die Szene dadurch ein bisschen, es hat ein bisschen bei mir gestolpert, aber muss vielleicht auch nicht. Also vielleicht war ich da einfach im Geiste ein bisschen langsam. Genau. Ich fand es auch nicht ideal. Ich würde euch da aber auch recht geben. Ich finde auch, dass trotzdem wieder dieses Song of Ice and Fire da so ein bisschen fremdkörperartig wirkt. Ja. Und dadurch, und ich finde auch, ich gebe euch recht, das hättest du an der Stelle gar nicht unbedingt gebraucht. Genau. Also, ja. Es hätte genug andere Konflikte gegeben, die man da stattdessen hinpacken könnte, die zum gleichen Ergebnis führen, sage ich mal. Ja. Aber jetzt kommen wir in den Strategieraum und Corlys humpelt herein. Etwas schneller als Viserys in der Episode 8. Glücklicherweise. Ja. Ja, und Corlys unterstützt in kurz und knapp. Nach dem Gespräch mit Rhaenys er nickt ihr noch irgendwie zu. Rhaenys grinst die ganze Zeit auch so schön verschmilzt. Also sie, ich glaube, sie freut sich auch jetzt doch nochmal ganz stark, dass da eine Frau ist, die man supporten kann auf dem Königsthron. Ich denke, das wird immer nochmal ein wichtiger Punkt sein für sie. Ich meine, sie haben da auch sehr plakativ dann Jace und Luke neben Baela und Rhaena gestellt. Also so wirklich flankiert von den beiden, um nochmal zu zeigen, hier, unsere Häuser gehören zusammen. Also Corlys hat ja tatsächlich auch wenig Wahl eigentlich dann, sondern wenn man so das so sieht. Aber ich war eine starke Szene trotzdem. Also auch weil ich finde, da kommt wieder raus, dass Corlys auch ein Stratege ist. Weil die ersten Sätze, die er sagt, sind alle eine rationale Kritik an der Strategie von denen erstmal, die zwar hart klingt, aber alles wahr war. Und das ist natürlich dann dadurch ein sehr wertvoller Berater. Und das ist wieder cool, dass sie Corlys da quasi direkt so wieder etablieren, der hat Ahnung von dem, was er tut und ist ein Player. So. Also. Er ist auch derjenige, der dann quasi, nachdem halt dann klar wird, okay, er steht auf deren Seite, was natürlich generell schon mal irgendwie ein Gamechanger ist, weil das einfach dann die riesige Meerflotte einfach ist. Und dann eben dieser Zusatzinfo, dass sie halt hier diese, wie heißt das nochmal, Trittsteine, dass sie die jetzt eben erobert haben und darüber die Kontrolle haben. Das heißt, dass sie halt die Versorgung von Königsmund quasi abschneiden können. Und das ändert natürlich auch, also da, wie du sagst, zeigt zum einen, dass er direkt strategisch nachdenkt, was können wir jetzt machen? Und dass es dann natürlich auch die Kräfteverhältnisse in dem Moment nochmal krass verändert. Weil jetzt gibt es quasi noch eine Zusatzoption, neben Drachen, neben direkter kriegerischer Handlung, zu sagen, okay, wir machen wie eine Art Zermürbung. Also, ne, wir kappen die Versorgung und versuchen halt einfach zu belagern, bis sie halt von sich aus aufgeben, ohne dass jetzt viel Blut fließen müsste. Mhm. Genau, und dann sieht man ja auch, oder dann geht es ja im nächsten Gespräch auch nochmal drum, wer sind denn jetzt nochmal unsere ganzen Verbündeten? Man guckt sich so ein bisschen die Karte an und versucht da, sag ich mal, dann doch, die kommen ja vom Osten, vom Wasser und man versucht, sag ich mal, den Westen auch noch so zu sichern und da ist natürlich die Frage, ja, welche ganzen Supporter bräuchten wir denn dafür, dass das vorangeht. Und das fand ich auch nochmal cool, dass Rhaenyra da auch sehr strategisch rangeht in diesem Moment. Also nicht einfach dieses stumpfe, ja, let's go, ab in den Krieg, sondern ich brauche erstmal Infos, wie ist denn die Lage, wie ist denn hier die Stimmung, wie sind denn so unsere Chancen und Möglichkeiten. Also fand ich, hat sie sich auch vergleichsweise sehr weit weiterentwickelt. Ich muss sagen, um auch nochmal allgemein was zu sagen, was ich einfach an der Serie toll finde, ich liebe das, wenn Leute so erstmal sich strategisch zusammensetzen und Pläne schmieden und diskutieren, was auch die Probleme sind und alles, also alles ist irgendwie stimmig so. Du hast wirklich das Gefühl, das Problem ist echt und die versuchen Sachen und das ist ganz fantastisch. Und etwas, was bei zum Beispiel die Ringe der Macht sehr gefehlt hat. Also, das ist unser Wissenschaftsherz. Ja, das ist da schlecht. Ich glaube schon, ja. Das kann gut sein. Ja. Marcel, Quizfrage an dich. Anstatt dass Briefe geschickt werden, was soll stattdessen passieren? Ich habe natürlich die Antwort parat, Tobi, gar kein Problem. Kommt eine sehr entscheidende Szene, nämlich, dass sie sagen, natürlich ist es sinnvoller und besser, wenn die Söhne persönlich vorsprechen, weil das natürlich nochmal eine ganz andere, ja, Wertschätzung zeigt, als wenn ich einfach nur einen Raben mit einem Brief schicke. Und die beiden sagen ja auch, okay, hey, schick uns. Also sie wollen das ja auch aktiv. Und wollen doch, glaube ich, zeigen, hey, wir wollen auch was tun. So, wir sind jetzt auch keine 3 Jahre alt mehr, sondern wir wollen uns schon irgendwie nützlich machen und daran beteiligen.
Und finde ich auch nachvollziehbar, dass die beiden jetzt auch sagen, hey, das ist doch eine Aufgabe, die können wir doch übernehmen. Und da sind wir eigentlich auch genau die richtigen Personen für, weil wir sind halt die direkten Nachkommen, das heißt, wir haben eine gewisse Stellung. Und okay, wir können es vielleicht noch nicht, oder du willst vielleicht nicht, dass wir mit dir in den Krieg ziehen, aber das ist ja im Prinzip, wie gesagt, was Diplomatisches. So, lass uns diese erste Aufgabe, diese erste wichtige Aufgabe doch uns übernehmen. Ich glaube, sie wollen auch einfach zeigen, dass sie das eben auch, ja, irgendwie gut machen und dass sie dem Vertrauen und der Aufgabe auch gewachsen sind. Ja. Und es ist nochmal ganz schön auch, Rhaenyra sagt ja vorher auch diesen Satz, ja, erinnert sie an ihre Eide und zeigt aber auch, was passiert, wenn die gebrochen werden. Und die spazieren ja nicht einfach nur dahin, sondern die gehen da hin mit dem Zettel, Erinnerung an den Eid. Aber der Drache ist, sag ich mal, auch so im Back-Off. Das ist ja auch nochmal so ein recht wichtiges Statement, finde ich, dass sie das machen. Ja, kurze Frage nochmal, ist es Luke oder Jace, der das vorschlägt? Jace. Oh, ich glaube auch Jace. Jace, ne? Ich glaube auch, ja. Weil Luke wahrscheinlich dafür dann doch nochmal zu viel Angst gehabt hätte, wie man ja, sag ich mal, dann doch nochmal über die... Okay, das macht Sinn. Ich habe auch das Gefühl, dass Luke dann daneben steht und auch mitzieht und sich auch denkt, ja, okay. Aber Jace ist schon der Aktivere. Der ist ja auch eigentlich die ganze Zeit der Aktivere, der will, der was machen möchte, der Aktion zeigen möchte. Und er ist es auch sehr sicher, der das vorschlägt. Und Rhaenyra, also auch das ist wieder so Kleinigkeiten, aber sie stutzt ja auch erstmal. Und überlegt auch erstmal und denkt sich dann, okay, irgendwann muss ich sie ja wahrscheinlich einfach auch einbinden und sie auch an das Leben, was ihnen nun mal bevorsteht, gewöhnen und dass da eben auch Diplomatie dazugehört und solche Aufgaben und dass sie auch wichtig sind. Und will ihnen ja wahrscheinlich auch, wie gesagt, sie will ihnen ja auch die Wertschätzung entgegenbringen und sagt dann auch, okay, dann mach das. Und lässt sie dann aber eben noch schwören, was ich auch irgendwie ganz cool fand, dass sie eben wirklich als Boten gehen und dass keiner von ihnen eine kriegerische Handlung anfängt. Ja, fand ich auch gut. Ich mochte auch sehr die Szene. Also zum einen die, wo Rhaenyra den beiden jeweils die kleinen Siegel gibt, also die Briefe, wo man auch wieder Lukes Angst sieht und dass er also sich unsicher ist, ob er das wirklich schafft, aber sie sagt ihm noch, das ist nicht so weit, du schaffst das dahin, du kriegst das hin. Und dann die Aufbruchsszene fand ich auch ganz toll. Also als die drei Drachen, da ist ja Rhaenys auch noch dabei. Ist es Rhaenys? Ah. Ja, es ist Rhaenys. Die sagt ja irgendwie, dass die auf Melis irgendwas patrouillieren will oder so. Ach, zu den Trittsteinen wollte die. Ah, ja, genau. Ich habe mich nämlich gefragt, warum sind denn da jetzt drei Drachen? Und dann habe ich sogar so angehalten und geguckt, sitzt da wer drauf oder nicht. Es ist Rhaenys, ja, das macht Sinn. Und ich liebe auch, wie man dann direkt sieht, wie klein der Drache von Luke ist und wie flipsig. Ja, genau so. Also allein durch die Bewegung siehst du, das ist halt noch ein ganz, ganz junger Drache. Ja. Also fand ich ganz toll. Ganz kurz noch, wo wir gerade bei den Drachen sind. Daemon wird ja auch in der einen Szene entschuldigt, weil er wichtige andere Angelegenheiten hat. Und was ist Daemons Plan, glaubt ihr da mit dem Drachen? Ich muss das nachlesen, es ist scheinbar Vermithor. Keine Ahnung, ich wüsste nicht, wo man her, man das aus der Serie wissen kann. Man kann es nur wissen, wenn man es auf Englisch guckt und dann gibt's und mit Untertiteln guckt, dann steht da nämlich Wormithor Roars. Ah! Also. Okay, das erklärt es wahrscheinlich. Ja. Also es ist einer der drei unbeanspruchten Drachen auf jeden Fall. Es ist der Drache von Jaehaerys. Dem großen der König. Der ehemalige. Genau, den man ganz am Anfang gesehen hat, auf diesem, der alte Mann auf dem Thron. Ja. Und ist auch ein großes Vieh, sagen wir so. Aber will der den, das ist eine ehrliche Frage, will der den an sich binden? Will der den gefügig machen? Ich habe überhaupt. Kann man zwei Drachen haben? Nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte auch, der hat ja schon einen. Also der kann ja jetzt nicht. Also, keine Ahnung, den irgendwie dann an. Ja, aber an wen? Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich konnte es mir auch nicht ganz erklären. Ich dachte, okay, der Drache, den zu haben, macht schon Sinn. Mhm. Aber wer soll den denn jetzt genau haben? Es war mir auch nicht ganz klar tatsächlich. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen Daemon, der wieder mit seiner Drachenfaszination, er hat ja vorher auch angesprochen, wir haben noch Vermithor und die anderen Drachen, dass er einfach auch mit diesem Gesang da runtergeht. Ne? Das fand ich sehr cool. Also wie er da runterläuft einfach. Und quasi einfach nur ein bisschen nach dem Rechten guckt, ob die Drachen denn noch so da sind und so weiter. Also so habe ich das interpretiert. Und im Wesentlichen ist es natürlich eine Szene für den Zuschauer zu zeigen, dass die auf Drachenstein auch noch einen riesigen Drachen da unten im Keller haben und nicht ganz gegen Vega da verlieren, am Verlieren sind quasi. Und der Daemon ja auch, sag ich mal, recht. Also man sieht ja diese Augeneinstellung dann am Ende, wo die, das hatte ja schon irgendwie diesen Hint, ja, die Verbundenheit funktioniert auf jeden Fall.
Aber ich fand es auch ein bisschen seltsam. Also, weil ich dachte auch so, weil Damon hat doch Caraxes, den er ja auch nochmal gezeigt hat in der Folge, einmal kurz. Und, ja. Ja, dann kommen wir aber, sag ich mal, auch mehr oder weniger zur längeren Endszene und das ist nochmal Luke auf dem flapsig kleinen Drachen. Grand Final. Auf Arrax, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Und es geht ja, Arrax, ja. Nach Sturmkap zu den Baratheons. Wie fandet ihr, sag ich mal, diese schöne also erstmal, wie er fliegt, da muss man jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen, aber man sieht schon diese düstere Stimmung. Die Musik ist richtig dramatisch, man weiß schon, ja, die Angst, die er hat, ist berechtigt. Es ist doch nicht so eine easy Mission, auch wenn es nah dran ist. Aber wie fandet ihr diese ganze Ankunftsszene in Sturmkap? Ja, ich finde halt vor allen Dingen erstmal, man merkt halt sofort, es ist eben nicht das warme Willkommen, was Rhaenyra halt prophezeit hat. Ne? Also, und dann halt auch geil, wie du im Hintergrund halt den, wie heißt der nochmal, Vaga? Nee? Doch, den Vaga halt so im Hintergrund, einmal so im Blitz, siehst du dieses riesige Vieh einfach. Und er sieht das auch. Und ich finde aber, er schlägt sich dann echt gut und sieht diesen riesigen Drachen. Das ist diese düstere Stimmung. Er wird nicht mit wehenden Fahnen empfangen. Und macht das dann dafür, also ist das Vertrauen eigentlich wert? Geht dahin, sagt hier, ich bin so und so, ich habe eine Nachricht von Königin Rhaenyra und wird ja dann auch von denen ganz normal in den Saal reingeführt. Also, ja, finde ich, hat er sich schon mal Respekt für verdient. Man hätte auch umdrehen können und zurückfliegen. So, aber er denkt sich, nee, machen wir. Es wäre wahrscheinlich auch weiser gewesen, aber es wäre gleichzeitig auch, hätte er seine Aufgabe nicht erfüllt. Und dann hätten die den mit Sicherheit nicht überzeugt gehabt. Also ich glaube, das wäre dann direkt auch der endgültige Hieb für, nee, wir unterstützen dich nicht, Feigling, so unter dem Motto. Ja. Ich fand cool, überhaupt das Schloss mal zu sehen, weil man hat das, glaube ich, noch nie so gesehen. Storm's End, was auf Deutsch heißt? Sturmkap. Sturmkap, okay. Mit diesem monolithischen Turm da, das sah schon sehr cool aus. Und ich mochte auch, sie waren sehr getreu da zu der Buchszene, wie der Boros Baratheon, auf die beiden so reagiert. Kleine Änderung gab es schon, weil da ist noch ein bisschen, im Buch ist noch ein bisschen prägnanter, dass die heiraten sollen. Und dann gibt es da so verschiedene, da gehen die so die verschiedenen Töchter durch und so weiter. Stimmt. Ja, du kannst die Hübsche haben oder die Schlaue oder irgendwie sowas ist das noch. Genau, genau. Und aber ich fand, die Essenz von der Szene haben sie ganz gut hinbekommen. Nämlich, dass Aemond ein Auge will. Für sein Auge. Für sein Saphirauge. Oh, wie fandet ihr das? Ich fand es da schon cool aus. Hat schon was, ja. Muss ich auch sagen. Fand's auch mega. war schon ein nicer Augenblick. Es wäre leicht gewesen, dass es schlecht aussieht, aber irgendwie dadurch, durch dieses blaue Saphir, nee, das sah schon sehr cool aus. Also ich mach das auch sehr. Es war auch nicht ganz ewig weit weg, finde ich, von den White Walker-Augen zum Teil. Oh, stimmt. Also nicht identisch, aber es hat mich kurz dran erinnert, ja. Aber ich finde auch kurz wichtig, bevor die Augenszene kommt, was Lord Boros oder Boris, wie auch immer, fordert, oder ich sag mal, anprangert ist ja auch, ja, ich habe hier von Aemond ein Angebot hier, die können verheiratet werden und was bringst du mir? Du bringst mir gar nichts. Ja. Und da hatte ich nämlich gedacht, wenn in der Szene jetzt zum Beispiel Jace da gewesen wäre, hätte Jace bestimmt nicht gesagt, ja, okay, ich gehe jetzt, sondern hätte vielleicht, also vielleicht war das schon nochmal eine wichtige Szene, wo man hätte, ja, argumentieren können. Ich weiß noch nicht wie. Aber dem kleinen Luke hätte ich es jetzt auch nicht zugetraut und es hätte auch nicht gepasst. Aber ich denke mal, wer anders da gewesen, hätte die ganze Szenerie noch ein bisschen besser ausgehen können. Bei Jace hätte man sich halt vorstellen können, dass er jetzt tatsächlich auch wütend geworden wäre, dass Boros so reagiert. Ne? Also bei Luke hat man eher das Gefühl, dass er, okay, ich habe getan, was ich getan habe, dann gehe ich jetzt besser, ist das okay? Bei Jace könnte man sich schon vorstellen, dass ihn das wirklich aufregen würde. Ja. Und dass er vielleicht auch selber auf Aemond losgehen würde. Also who knows? Ja, Jace hat ja seinen Eid auch sehr zurück, also er musste ja nochmal angeschaut werden, damit er dann, ja, okay, ich schwöre halt. Und bei Luke war das ja schon wirklich ernst gemeint. Aber ich finde, das ist gerade das Tragische, weil er macht ja eigentlich alles richtig. Er macht ja eigentlich genau, was er tun soll. Er geht dahin, überbringt die Nachricht, hat halt das Pech, dass eben vorher schon der Aemond da war.
und er jetzt halt nicht so warm empfangen wird, dass er eben auch wirklich ja mit nichts losgeschickt wird. Das ist ja auch nicht seine Schuld. Er wird ja losgeschickt einfach nur mit, ja, er erinnert ihn mal an den Eid. So, und wenn nicht, dann setzt Drachen. Also er hat ja nicht wirklich was, wo er sagen kann, hey, und ne, wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr was davon. Sondern es ist ja mehr Regieren durch Angst. So, ja. Und von daher macht es ja dann auch eigentlich richtig, dass er dann sagt, okay, alles klar, ich habe die Nachricht gebracht und dann gehe ich jetzt wieder. Ja, und er wird ja sogar noch, also der Baratheon-Typ sagt ja noch, nicht in meiner Halle, wo es da eskalieren könnte. Also er ist da ja jetzt kein, niemand, der schon voreingenommen ist. Er hätte ja komplett schon auf Aemons Seite sein können. Und er sagt ja auch noch, ja, geleitet ihn noch sicher zum Drachen. Das fand ich auch gut. Und dann fand ich es spannend, was der, das war auch so ein kleines Pre-Shadowing, Foreshadowing wieder, was nämlich, man sieht ja selten, wie die mit den Drachen sprechen, außer vielleicht mal so ein Drakaris oder sowas, ne? Aber der hat ja jetzt so eine Reihe an Punkten, die der dem nennt, unter anderem auch der ganz wichtige, also sei achtsam etc., aber auch gehorche. Wo du schon weißt, ja okay, die Bindung ist noch nicht 80 Jahre lang in Bestand, sondern ja, ist noch etwas frischer bei den beiden. Ist ja auch dann, kommen wir zur finalen großen Szene, den Kampf in den Lüften, da auch ein wichtiges Thema. Genau. Dass die Drachen extrem, ja auch ihren eigenen Kopf haben. Erstmal vielleicht zu den Visuals, bevor wir ans Eingemachte gehen. Wie fandet ihr das vom Look her, vom Feel her? Also meine Lieblingsstelle auf jeden Fall, wie man den kleinen Drachen flattern sieht. Und dann da drüber dieses Monster, was mal kurz so oben drüber fliegt. Einfach so für die größten Verhältnisse und so. Und du siehst den immer nur so schattiert durch die Blitze. Fand ich schon sehr nice, muss ich echt sagen. Ich muss auch sagen, mir hat auch dieses ganze Chaotische gefallen. Ne? Es ist ein Sturm, es ist super viel los. Man sieht nicht, wo was ist. Du siehst aber auch, wie es jetzt nicht so easy ist, da auf dem Drachen zu hängen, die haben Wasser im Gesicht und sowas. Ich finde, es wirkte dadurch relativ ehrlich. Und dieses Chaotische fand ich halt auch sehr passend. Also ich fand's cool. Ich fand auch, dass die Szene super umgesetzt haben. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Szene gehabt, so, weil ich hatte schon so eine Ahnung, dass es auf die Szene als Staffelfinale hinausläuft. Und ich dachte so, ja, so zwei Drachen, die irgendwie so umeinander in der Luft und sowas, das kann halt schnell schlecht aussehen. Und natürlich haben sie hier auch wieder den Dunkel als Trick gemacht, ja. Also es ist wieder relativ shady so. Aber das haben sie wunderbar gelöst. Und ich liebe auch, dass man teilweise so ein Gefühl dafür bekommt, dass Vega halt groß und schwermütig ist, aber halt gigantisch und einfach ein Riesenvieh. Und der Kleine halt eher so flink und so vor dem so entweichen kann, so ausweichen kann. Ja, also fand ich auch fantastisch. Welche Szene es aber für mich weniger gebraucht hätte, ist diese Szene, ich fliege da unten durch diese Schlucht und sowas. Irgendwie hat mich das an jeden Kampfjetflugfilm erinnert. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen vor... Also ich finde das immer schon, immer wenn irgendwie auch bei Top Gun oder sowas war, wie, oh, ich fliege in die Schlucht und dann mache ich so, weil ich kleiner bin, fand ich, hätte ich nicht gebraucht. Hätte einfach weg sein können, ist eine Kleinigkeit. Und was ich ein bisschen schade fand, weil ich, das hat mir Aemon ein ganz klein bisschen maliger gemacht, als ich ihn vorher fand. Ich fand ihn immer sehr cool durch dieses Stoische, durch dieses leichte Grinsen und Ende. Aber hier hat er kurz mal dieses... Ja, diese Art Hexenlache, die dann da so tönt. Und das war leider eine Szene, die hätte ich gern gestrichen. Ja. Ich muss auch sagen, es ist ja dann so, dass zuerst verliert Luke die Kontrolle über Arrax, weil Arrax ist offensichtlich wütend, dass er gejagt wird von dem Riesenvieh und denkt sich so, jetzt zeige ich dir mal, wer der Drache hier ist. Und pustet dem dann so eine Kerzenflamme von links gegen das Nasenloch. Und oh, schön. Ich hoffe, das steht so im Drehbuch. Ja, und fliegt dann weiter. Und dann tickt Vega halt aus. Und beide können ihre Drachen überhaupt nicht mehr kontrollieren. Ja. Und das führt dann zu dem katastrophalen Finale. Aber ich finde auch schon vorher, muss ich sagen, was Aemond da mit Vega macht, ist halt auch jetzt nicht ungefährlich. Also, und da ist es super schwer wieder zu wissen, wie genau die ihren Drachen kontrollieren können oder sowas. Also, weil vorher hat man ja so ein bisschen das Gefühl, er jagt ihn schon. Aber die Szene endet ja so, dass man das Gefühl hat, er wollte ihm nur Angst einjagen und nur mit ihm spielen. Ja. Aber so wie er mit ihm gejagt hat, da hätte der Vega aber auch nur einmal so machen müssen, dann wäre es auch schon vorbei gewesen. Also, puh. Aber ja, okay, ja, stimmt. Aber ich finde zumindest, weil ich hatte auch erst ein Problem mit dem Lachen,
Aber am Ende, wo man dann merkt, dass er eigentlich gar nichts Böses wollte, fand ich es dann wieder fast okay. Und ja, dann merke ich nämlich, okay, er will ihm wirklich nur Angst machen und hat einfach gerade Spaß daran, dass er der Mächtigere ist von beiden. Und er will ihn ja nicht wirklich erwischen. Ja, er will ihm ja nur zeigen, hier, ich bin hier der fette Macker. Und ist ja dann selber tatsächlich auch ziemlich verzweifelt, als er merkt, er verliert die Kontrolle. Und was dann halt passiert, also man sieht ihm ja auch im Gesicht an, so, dass er das auf jeden Fall nicht wollte. Und dann finde ich das Lachen vorher wieder okay, weil er es ja gar nicht als ernste Situation angesehen hat, sondern mehr als, ach ja, ich jag den Kleinen jetzt mal ein bisschen durchs Feld quasi. Es ist ein Punkt, ja. Hab ich so nicht drüber nachgedacht. Ja, ich fand es auch cool, also ich muss auch sagen, wie Luke stirbt, das sieht krass aus, aber irgendwie auch krass ehrlich. Und wie dann einfach diese Schwingen und so ein paar Stücke da so runterflattern, das fand ich schon extrem krass. Und genau, wie Aemond dann, dieser Blick in Aemond, der halt für mich auch definitiv eher sowas ist, oh, da ist jetzt eigentlich eine Person, die ich mochte. Das ist, also, ich sag mal, für mich ist es immer, diese Beziehung zwischen denen ist wie der kleine Bruder, den man ärgert, in sehr extrem, sag ich mal. Aber er ist definitiv für mich kein Feindbild gewesen. Also ich hätte jetzt gesagt, dass Aemond Luke doch eher, ja, also den ich mag, den ärgert, aber definitiv irgendwie so einen leichten brüderlichen Charakter hatte ich da immer noch gesehen. Von früher. Ich weiß nicht, vielleicht kam mir das so vor. Also Brüderlichkeit habe ich zwischen den beiden tatsächlich nicht so empfunden je. Aber du hast natürlich recht, dass er nicht so weit gehen wollte. Aber ich glaube schon, dass er ihn gehasst hat. Gehasst? Richtig. Ja. So wie der den beim Abendessen angeguckt hat. Das war, für mich war das Hass. Kalter Hass. Ich bin also, ich bin auch eher bei Niklas tatsächlich. Ja, okay. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er wirklich eine krasse Abneigung gegen die beiden hat. Aber ihm natürlich auch klar ist, also ich glaube, in dem Augenblick ist ihm auch eher klar, das ist zum einen jetzt mal ein Menschen, den er getötet hat, den er seit Kind an kennt. Also da wiederum bin ich ein bisschen bei dir. Der, es ist ja kein Fremder oder so, ja. Und ich glaube, er denkt ja auch, dass Luke schwach ist. Und ich glaube, in dem Moment hat er schon dann auch Mitleid sozusagen. Ich denke, okay, ja. Und ich glaube, ihm ist halt auch klar, was damit gerade in größerer Hinsicht passiert ist. Und deswegen ist er auch so schockiert, weil er, glaube ich, in dem Moment auch schon merkt, oh, das wird jetzt enorme Konsequenzen haben. Ja, das sehen wir dann ja auch in der allerletzten Szene, wo Daemon wahrscheinlich Rhaenyra genau das nämlich durchgibt. Ja, auch geil. Sorry, aber auch geil, wie man das auch, man hört nichts, du hast nur diese langsame Einstellung, die so langsam quasi rangeht, die drehen sich, also du siehst noch Rhaenyra relativ normal am Plan oder machen, sie dreht sich um und dann siehst du nur, wie sie sich wieder umdreht und komplett anders, also sich alles geändert hat. In diesen 20 Sekunden. Mega, ich liebe es, ich liebe sowas. Mhm. Mehr davon. Vom Damm, die sich auch wieder, da bist du auch so ein Fan von, diese Zeit gelassen, wie die einfach so ganz langsam, ich meine, man sieht ja nicht mal Gesichtsausdrücke oder irgendwas, du siehst einfach nur Menschen von hinten, man weiß eigentlich, was passiert, man kann sich dieses Gespräch irgendwie vorstellen, man weiß, was da abgeht und ja, Ende. Und geiler Soundtrack wieder, weil da wird nochmal die Musik richtig schön aufgedreht in dem Moment, wo Rhaenyra sich umdreht und passt sehr geil die Szene. Wundervolles Ende. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also es ist wirklich fantastische erste Staffel. Sehr viel passiert über einen sehr großen Zeitraum. Sie haben es trotzdem geschafft, das alles zusammenzubinden. Vielleicht hier und da bei den Zeitsprüngen minimal fordernd für den Zuschauer, würde ich schon sagen. Also ab und zu muss man schon mal ein bisschen recherchieren oder vielleicht so auch mal eine Folge nachdenken oder geben, dass man wieder voll drin ist. Aber dass sie das so gewuppt haben, fantastisch. Und ich bin sehr gespannt, wie sie strukturell in der zweiten Staffel machen. Ja. Denn theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass die zweite Staffel keinen Zeitsprung hat, keinen großen. Ist, ja, könnte sein, ja. Also ich sag mal, eine Sache, die man weiß, die passieren wird, das ist jetzt auch wirklich kein Spoiler, ist, man beobachtet Jace, wie er, sag ich mal, mit seinem Drachen seine Leute überzeugen möchte. Und da habe ich, das finde ich nämlich auch geil, dass das nicht mehr hier reingepresst wurde. Sondern dass du da jetzt noch so sagst, ja, geil, so könnte es bald weitergehen. Ja, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich sehr. Ich finde es auch ein richtig, richtig gutes Ende.
Es ist jetzt gar nicht so ein krasses Action-Ende oder so, jetzt geht der Drachenkampf los, sondern es ist einfach dieser eine Augenblick und dann dieses Gesicht, was alles ändert. Und da kriegt man so Bock auf Staffel 2. Also, ja, wirklich viel, viel Lob an die Serie. Sie haben also wirklich fast alles richtig gemacht. Also, eigentlich haben sie alles richtig gemacht, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Sorry. Vielleicht können wir, das auf einem schönen Punkt zu beenden, sagt vielleicht jeder einmal das, was er zuerst, das, was ihn am meisten gestört hat, was ja dann nicht so viel sein wird, und dann, was er am tollsten fand, nochmal. Dann fangen wir an. Achso, okay. Ich sag mal so, also szenenmäßig meine ich jetzt, ne? Also nur einzelne Szenen. Nur einzelne Szenen, okay. Also nicht im großen Allgemeinen nochmal. Mhm. So High- und Low-Points quasi. Mhm. Ich glaube, die Szene, die mir am wenigsten gefallen hat in der ganzen Staffel, ist, glaube ich, wo Damon seinen Strandwalk macht und kurz unverwundbar ist. Plot Armor hat, ja. Konkurriert ein bisschen mit Rhaenys bringt 2000 Leute einfach um. Aber das sind so die beiden Szenen, wo ich am ehesten so da vor dem Fernseher saß und so gedacht, und ich glaube, meine Lieblingsszene ist, wo Damon den Botschafter verprügelt. Also, wo Damon auf den Trittsteinen da steht. Ach so, und den der Botschafter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe diese Szene gesehen und ab diesem Moment war dieser Charakter einfach phänomenal. Weil du konntest nicht wissen, was passiert, und auf einmal verkloppt er diesen Botschafter und du siehst einfach den Wahnsinn von ihm, obwohl das eine gute Nachricht ist eigentlich für ihn. Ja. Okay, meine Szene, die mich ins Stocken gebracht hat, ist eine absolute Mini-Szene, die überhaupt keine Auswirkung hat. Aber ich fand es immer noch total strange, dass am Anfang diese wichtige Sitzung im geschlossenen Rat ist. Der geschlossene Rat. Und Damon hört einfach durchs Schlüsselloch zu. Also durch diese komische Seitenwand, die einfach löchrig ist. Und er steht da einfach und kriegt das ganze Gespräch mit, was super wichtig ist und auch wirklich super geschlossen sein sollte. Und da dachte ich mir so, hä? Warum hat dieser geschlossene Rat nicht feste Mauern? Das war vor allen Dingen am Anfang für mich ein Problem, weil ich dann noch nicht so eingesogen war. Dann dachte ich mir, nee, jetzt bitte nicht solche Sachen. Kam dann zum Glück sowas in der Richtung nicht mehr viel. Und meine absolute Lieblingsszene, worüber ich viel lieber spreche, ist das Abendessen, das letzte Abendmahl von Viserys. Die Szene fand ich einfach fantastisch. Da könnte ich eine halbe Stunde drüber sprechen, weil da so viel passiert und unglaublich gut geschrieben. Mega. Besser als die Viserys geht in den Thronsaal rein. Habe ich auch was überlegt. Aber ich fand die Abendessen-Szene tatsächlich, also die wird natürlich aufgebaut dadurch. Ja, also das ist natürlich der Vorbau. Aber ich fand die Abendessen-Szene tatsächlich dann noch mal cooler. Weil die Thronsaal-Szene ist halt episch und das ist dieser eine Auftritt. Mhm. Aber bei der Abendessen-Szene passiert halt unglaublich viel. Also da ist so viel Subtext drin, dass ich es einfach überragend geschrieben und gespielt finde. Okay. Meine unbeliebteste Szene, man muss wirklich kramen, ist dann doch noch Richtung Kristen Kraut, wo der diesen Typen im Thronsaal verprügelt und das einfach dann okay ist. Also ich fand es einfach, ich finde, man hätte vielleicht nochmal so eine kleine Szene irgendwie einwerfen können, wie das Ganze, sag ich mal, entspannt wird oder ja. Hat mich auf jeden Fall gewundert, vor allem da ja später nochmal irgendwie so eine Szene kommt so ein bisschen. Ja, und meine Lieblingsszene, boah, ich bräuchte jetzt nochmal irgendwie diese 10 Episoden vor mir. Ich fand ganz viel cool. Und deshalb, bevor ich jetzt hier das in die Länge ziehe, nehme ich dann einfach die Viserys trampelt schnellen Fußes durch den Thronsaal. Auch nochmal einfach, weil man wirklich in dieser Szene auch die ganze Zeit diese Qual und diese Anstrengung mitfühlt, gerade weil sich das auch so schön die Länge zieht. Fand ich wundervoll. Und dann würde ich sagen, sind wir gespannt, was ist eure Lieblingsszene gewesen und eure Nicht-Lieblingsszene nächstes Mal. Wie fandet ihr insgesamt die ganze Staffel und auch vielleicht Episode 10? Wir sind gespannt und dann rappen wir das hier ab. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.